Sie sehen, also erstmal herzlich willkommen und guten Tag. Sie sehen, dass der strikte Zeitplan auf die Fraktion Die Linke trifft. Das ist auch völlig in Ordnung, so zumindest auf der Ebene gleiche Rechte für alle einzuführen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir Gäste aus der Ukraine und aus Russland hier unter uns haben. Wir werden sie Ihnen im Einzelnen noch mal vorstellen, wenn Sie das Wort ergreifen. Aber wir wollten verschiedene Sichten auf den Vertrag von Minsk, also Minsk II, möglich machen. Und man muss nicht in allen Fragen übereinstimmen, aber ich hoffe sehr, dass wir etwas mit mehr Kenntnissen aus einer solchen Fachgespräch rausgehen, wie man vielleicht reingekommen ist. Und für uns Abgeordnete, da die Ukraine immer ein Diskussionsthema ist, verspreche ich mir, dass wir das Neues dazulernen und neue Sichten aufnehmen können. Daran sind wir sehr interessiert. Ich freue mich sehr, dass der Gernot Erler hier ist. Das ist auch eine gewisse Premiere für die Fraktion und vielleicht auch für ihn. Gernot Erler ist ja der Russlandbeauftragte der Bundesregierung. Aber wenn ich das für mich übersetzen würde, Gernot, bist du das Scharnier zwischen der Politik der Bundesregierung und dem, was in Russland passiert. Und jeder weiß, dass wenn ein Scharnier klemmt, geht eine Tür nicht auf. Und ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist. Gernot Erler ist gleichzeitig verantwortlich für die Arbeit Deutschlands in der OSZE und für die OSZE insgesamt. Auch das ist eine Schlüsselposition, gerade wenn man darüber nachdenkt, wie Minsk II zu bewerten ist und umzusetzen ist, kommt man um die OSZE nicht vorbei. Ich freue mich drüber. Ich weiß, dass wir in einigen Fragen übereinstimmen, in vielen anderen Fragen unterschiedliche Auffassungen haben. So eine Zeit unseres Lebens so ist insofern nicht ganz neu, aber das macht eine Debatte interessanter. Ich denke, wenn ich meinen Blick auf das, was wir heute erleben in der Ukraine, richte, empfinde ich das als die Ukraine als eine offene Wunde in der europäischen Politik. Ich betone das ausdrücklich. Der Krieg in der Ukraine hat über 10.000 Menschen das Leben geraubt. Also der Krieg ist nicht nur, was schlimm genug ist, in Syrien. Wir haben den Krieg direkt vor der Haustür und vor unserem Land. 10.000 Menschen, die unter Ukraine umgekommen sind, das empfinde ich als furchtbar. Es sind 2,5 Millionen Menschen geflüchtet, möglicherweise auch mehr. Die Mehrheit davon nach Russland. Andrei Humko und ich, das war der Ausgangspunkt, unser Versuch auch direkt zu helfen, waren in Flüchtlingslager in Russland und haben mit den Menschen dort gesprochen. Also die Fluchtbewegung aus der Ukraine spielt ja in der europäischen Debatte über Fluchtbewegung kaum eine Rolle. Und ich finde, auch da muss man genau hinschauen. Und wenn man kann, helfen, wo Hilfe gefragt und möglich ist. Mein persönliches Erlebnis ist, dass ich sehr viel in der Ukraine sehr viel Hass verspürt habe von vielen Seiten. Also zur Standardfrage, die Andrei und ich immer gestellt haben, war die Frage: Können Sie sich vorstellen, wieder unter dem Dach eines Landes friedlich, bitte sehr, zusammenzuleben? Und von fast allen Seiten ist uns die Frage verneint worden. Immer mit dem Hinweis, mit denen nie wieder. Und dann kamen viele persönliche Schicksale, die einen aufrütteln. Meine Frage ist, kommt man über dieses mit denen nie wieder hinweg zu einer Position, wo man über das Gespräch miteinander feststellt, dass man mit dem anderen was anfangen kann. So, auch dazu wollen wir ein Stück weit beitragen. Wir haben solche Gespräche geführt, was uns sehr erschüttert hat in Odessa, wo über 100 Menschen in diesem Gewerkschaftshaus umgekommen sind, erschlagen worden sind, verbrannt sind. Wir haben an einem finsteren Sonntagmorgen versucht, einen Kranz niederzulegen. Das artete bereits in eine Mutprobe aus. Ist das heute möglich, einen Kranz für Ermordete niederzulegen oder nicht? Wir haben es gemacht. Das standen die Bilder der Menschen, die dort umgekommen sind. Und ich finde, dass die Toten vom Maidan und aus Odessa eine Aufklärung verdienen. Das haben uns die Angehörigen immer gesagt. Wir wollen wissen, was hier passiert ist. Und ich finde, dass sie ein Recht darauf haben. Wir haben sehr viel Unwilligkeit und Unfähigkeit zum Dialog erlebt.
Wir haben aber auch erlebt von vielen Seiten, dass der Wunsch vorhanden ist, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Muss nicht Politik heute, wie André Humke und ich denken, ein Beispiel für den Dialog setzen? Und ist nicht auch gerade ein Dialog in Richtung notwendig von Kräften, die ansonsten vom Dialog ausgeschaltet werden? Also das habe ich aus meiner Reflexion der Politik von Egon Bahr, den ich sehr vermisse, gelernt. Reden muss man auch mit seinen Feinden, mit seinen Freunden braucht man es meistens nicht. Letzteres halte ich für zu hinterfragen, aber erstes für dringend notwendig, weil man auch so Feindschaft überwinden kann. So, und wenn das notwendig ist, wird die deutsche Politik darüber nachdenken können, sind wir selber dialogfähig und können wir Brücken für einen Dialog bauen. Ich will Ihnen abschließend nochmal sagen, damit auch meine Position klar ist, ich verfechte überall die Vereinbarung von Minsk II. Das meiste Argument, was ich höre, ist, das wird nicht funktionieren, weil wenn man nicht will, dass was nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Der Vertrag wird sicherlich seine Tücken haben, seine Schwächen haben. Ich weiß derzeitig nichts Besseres. Und ich möchte gerne, dass man Punkt für Punkt durchgeht, diesen Vertrag. Was ist denkbar, was ist möglich? Dass man vielleicht auch überlegt, mit welchem Punkt fängt man an. Man muss ja nicht immer mit den Schwierigsten anfangen, aber man muss einige klären. Da hoffe ich mir auch einige Vorschläge von Gernot Erler, wie man es machen kann. Sind Sie schon in der Freilassung der Kampffliegerin? Das hätte ich nun nicht für möglich gehalten. Liegt ein gewisses Signal, dass auch ein Gefangenenaustausch denkbar ist, was immer man von den Leuten im Einzelnen hält. Und ich will Ihnen sagen, ich finde, dass es eine deutsche Verantwortung ist. Deutschland hat Minsk II mit betrieben, mit Frankreich zusammen. Wir sind sozusagen Signatarmächte dieses Vertrages. Also muss man auch sich den Kopf drüber zerbrechen. Wie setzt man einen solchen Vertrag in politische Praxis um? So, das waren mehr als die 8 Minuten. Ich sollte sowas nicht tun, aber es war mir wichtig zu sagen und haben Sie herzlichen Dank. Und ich hoffe sehr, dass wir gut ins Gespräch miteinander kommen. Da wird man sehen, wo man übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Ich jedenfalls bin gespannt darauf. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihre Bereitschaft, mit zu diskutieren, wie ich hoffe. Danke sehr. Danke, Wolfgang. Das waren 8 Minuten. Also du hast unseren Zeitplan wunderbar bestätigt. Ich bin ermahnt worden, zu betonen, dass unsere Gäste nicht Regierungsvertreter sind, sondern Experten. Das betrifft vor allen Dingen natürlich unsere ukrainischen Gäste. Auf einen trifft es nicht zu. Und zwar ist das Gernot Erler, er ist Regierungsvertreter und er ist Experte. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute bei uns sind und bin gespannt auf das, was Sie uns zu sagen haben. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Ich habe hier übernommen, zu einem Thema kurze Ausführungen zu machen. Das heißt, ein Jahr nach Minsk II, Chancen und Hindernisse der Vereinbarung. Und ich möchte das in 3 Abschnitten hier vortragen. Der erste soll heißen, der politische Kontext des Minsk-Prozesses. Der zweite, die Rolle der OSZE. Und abschließend möchte ich mit Stand und Perspektiven der Implementierung von Minsk. Also zunächst der politische Kontext. Muss doch sitzen, okay. Schade. Meine Damen und Herren, wir haben heute die tiefste Krise zwischen der Russischen Föderation und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges und nicht eine ukrainische Krise, wie das hier im Titel der Veranstaltung heißt. Diese tiefste Krise ist nicht über Nacht entstanden, sondern Produkt eines längeren Entfremdungsprozesses. Dahinter steckt die unterschiedliche Wahrnehmung der politischen Realität der letzten 2,5 Jahrzehnte. Von der EU-Seite hat man sich bemüht um ein Partnerschaftsverhältnis mit der Russischen Föderation. Sichtbar in den EU-Russland-Gipfeln, die alljährlich stattgefunden haben, in dem Partnerschaft- und Kooperationsabkommen von 1997 mit einer tiefen Verflechtung von Wirtschaft und Energiewirtschaft
Und es gibt zahlreiche EU-Dokumente, die im Titel strategische Partnerschaft mit Russland tragen. Das Gleiche gilt auch für Deutschland. Hier gab es auch jährliche Regierungskonsultationen, eine strategische Arbeitsgruppe, die große Business-Projekte vorangetrieben hat. Deutschland war an der Spitze aller EU-Staaten, was den Handel mit Russland angeht. Höhepunkt 2013, 18 Milliarden Euro Volumen. Auch in der Energie hat sich Deutschland im Grunde genommen mit Russland auf eine wechselseitige Abhängigkeit eingelassen, mit mehr einem Drittel des Energiebedarfsdeckung aus Russland. Und ein spezielles Programm in der Zeit von Dmitri Medvedev als russischer Präsident wurde mit der sogenannten Modernisierungspartnerschaft ausgearbeitet. In Deutschland kommt noch dazu, dass wir eine sehr enge zivilgesellschaftliche Verflechtung haben mit 100 Städtepartnerschaften, 950 Hochschulpartnerschaften, mit einem breit aufgestellten Jugendaustausch, mit Großprojekten in Forschung und Wissenschaft und dann mit dem Petersburger Dialog, dem Deutsch-Russischen Forum, dem Deutsch-Russischen Austausch und vielen anderen ähnlichen Organisationen. Insgesamt aus westlicher Sicht, und das sieht man auch in der Semantik der Dokumente, war das Selbstgefühl, wir haben einen konstruktiven, einen partnerschaftlichen Austausch mit Russland. Leider muss man sagen, dass auf der anderen Seite bei der politischen Klasse in Russland das völlig anders gesehen wurde. Hier ist man bis heute davon überzeugt, dass der Westen, geführt von den Vereinigten Staaten, die Schwächephase Russlands nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 ausgenutzt hat, um ständig gegen russische Interessen vorzugehen. Amerika hat die gleiche Augenhöhe verweigert und sich selbst als alleinige Weltmacht gesehen. Und es gibt dann eine Liste, die immer dieselbe ist, die wir dann hören als Klage: die Osterweiterung der NATO und der EU, der Kosovo-Krieg und der Irak-Krieg und die sogenannten farbigen Revolutionen. 2003 Georgien, 2004 Ukraine, Orangenrevolution, 2005 Kirgisistan, nach russischer Auffassung alle gegen russische Interessen vorbereitet von den Vereinigten Staaten. Dem Westen war das natürlich nicht unbekannt, dass es hier eine Spannung gibt. Wir alle haben im Februar 2007 die berühmte Rede von Wladimir Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehört, ich war auch selber dabei, wo er dies in sehr krassen Farben geschildert hat, diese Auffassung, die ich eben skizziert habe. Und es gab auch eine Sensibilität, was dieses Problem NATO-Osterweiterung angeht. Das sieht man daran, dass im Grunde genommen zwei vertrauensbildende Maßnahmen hier getroffen worden mit der NATO-Russland-Grundakte, die heute eine wichtige Rolle spielt von 1997 und mit dem NATO-Russland-Rat von 2002. Aber, das muss man offen bekennen, die negative Dynamik dieser sich gegenseitig völlig ausschließenden Narrative, die ich hier eben beschrieben habe, dieser Diverging Narratives, ist nicht wirklich wahrgenommen worden. Und da sind wir bei der unmittelbaren Vorgeschichte des Ukraine-Konflikts, weil eben die EU seit 2009 hier eine Politik betrieben hat, 5 von den 6 Staaten der östlichen Partnerschaft ein EU-Assoziierungsabkommen anzubieten. Das war im Grunde genommen eigentlich ein Substitut für die Nichterfüllbarkeit der ukrainischen Wünsche nach einem sofortigen EU- und NATO-Beitritt, der von der Orangenrevolution seit 2005 geäußert wurde. Man hat deswegen diese Idee eines Assoziierungsabkommens entwickelt, das tatsächlich dann zwischen 2010 und 2012 mit Viktor Janukowitsch, dem damaligen ukrainischen Präsidenten, ausgehandelt wurde, einem, dem man antirussische Tendenzen nicht vorwerfen kann. Und wir alle wissen, dass dann das Problem der Ratifizierung dieses Vertrages im November 2013 zum Ausgangspunkt dieses Ukraine-Problems wurde, weil auf erheblichen russischen Druck dann Janukowitsch eine Woche vor der geplanten Ratifizierung diese verweigerte. Und daraus entwickelte sich dann die Protestbewegung auf dem
Maidan, die letzten Endes zu der Ablösung der Janukowitsch-Regierung führte. In Russland ist das als eine doppelte Überschreitung von roten Linien wahrgenommen worden, nämlich als einen geostrategischen Zugriff der EU auf die Ukraine als dem wichtigsten Bruderland Russlands und dazu noch ein Regime-Change vor der Haustür von Moskau, wo befürchtet wurde, dass das auch verstanden werden sollte als ein Signal an die russische Opposition, wie man einen solchen Regime-Change von unten organisieren kann. Und das hat dazu geführt, dass Russland denn selber sich entschloss, rote Linien zu überschreiten, nämlich mit der Annexion der Krim und mit der Intervention in der Ostukraine. Das russische Vorgehen, darüber ist man sich im Westen einig, verstößt gegen die Regeln und Prinzipien der OSZE. Auch ist ein Bruch des Budapester Memorandums von 1994. Und das erst hat aus diesem Ukraine-Konflikt, diesen von mir genannten ernsthaftesten Konflikt zwischen Westen und Russland, ausgelöst, verbunden auch mit einem enorm wechselseitigen Vertrauensverlust, aber auch, das wäre ein eigenes Kapitel, mit der Auslösung von einer militärischen Eskalation, die immer häufiger jetzt zu ganz schwierigen Fast-Zusammenstößen führt. Aber darauf will ich nicht näher eingehen. Die deutsche Rolle kann man so beschreiben, dass wir versucht haben, zusammen mit Frankreich und dann natürlich mit der Ukraine und Russland in dem sogenannten Normandie-Format eine politische Vermittlung zu machen. Daraus ist eine ganz wichtige Entscheidung erwachsen, nämlich eine Festlegung der EU darauf, dass es nur eine politische Lösung dieses Konflikts geben kann und dass jede militärische Lösung ausgeschlossen wird. Dieser Konsens hält bis heute und der politische Weg für eine solche politische Lösung, das ist der Minsk-Prozess. Das ist der Minsk-Prozess, der heißt Minsk II im Augenblick, weil ein erster Anlauf nicht zu Ergebnissen geführt hat. Und wir haben jetzt diese 13 Punkte vom 12. Februar 2014 als Antwort auf dieses Scheitern. Eine Roadmap ist das zum Ende der Kampfhandlungen. Und die haben ja schon 9.400 Tote und 1,4 Millionen Flüchtlinge ausgelöst. Was Minsk nicht ist, ist ein nachhaltiger Friedensplan für die ganze Region. Das Thema Krim kommt überhaupt nicht vor in den 13 Punkten von Minsk. Und es gibt auch keine Auskunft, dieses Dokument über das künftige Verhältnis etwa von Russland und der Ukraine. Also es ist wichtig zu wissen, wir stehen im Grunde genommen in Phase 1 eines politischen Prozesses, dem eigentlich weitere Phasen folgen müssen. Das ist wichtig zum Verstehen des Kontexts des Minsk-Prozesses. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Kapitel, die Rolle der OSZE. Das wird wesentlich kürzer. Im Minsk-Prozess hat die OSZE zwei Aufgaben. Erstens die Beobachtungsaufgabe, das Monitoring durch die SMM, die Special Monitoring Mission, die im Augenblick etwa 800 Beobachter umfasst, von denen 580 in der Ostukraine tätig sind. Das, was diese Mission beobachtet und berichtet, ist die einzige unabhängige Informationsquelle, die wir haben, über das, was tatsächlich in der Ostukraine vorgeht. Alles, auch was wir wissen über die Umsetzung oder Nichtumsetzung des Minsk-Prozesses, beruht auf den Berichten von der SMM. Das ist eine unbequeme Rolle für diese Mission. Das ist auch eine gefährliche. Zuletzt hat es mehrfach Beschuss von Beobachtern gegeben, zwei Drohnen auch, mit denen sie auch arbeiten. Beobachtungsdrohnen sind abgeschossen worden. Und dann gibt es eine zweite Rolle der OSZE, das ist die trilaterale Kontaktgruppe in Minsk mit den vier Arbeitsgruppen zu Politik, Sicherheit, Wirtschaft und Humanitäres. Da sitzen als einzigem Ort am Tisch Vertreter von Russland, der Ukraine und den Leuten, die das Sagen haben in Donetsk und Luhansk, unter der Mediation der OSZE. Und alles, was politisch vorangebracht wird durch den Normandie-Prozess, wird hier in Minsk durch die Arbeit der OSZE vorbereitet. Das ist ein umfangreiches Crisis-Management,
Und das beschäftigt uns auch hier in dem deutschen Vorsitz in diesem Jahr in der OSZE und schiebt viele andere Themen, die auch zur OSZE gehören, auf die Seite. Aber die OSZE macht nicht nur Crisis Management, sondern wir versuchen auch, das zu nutzen, dass die OSZE im Grunde genommen heute eine der wenigen Plattformen noch ist, wo sich die Vereinigten Staaten und die Russische Föderation auf gleicher Augenhöhe begegnen können, wo ein Dialog möglich ist, auch mit den europäischen Vertretern, denn wir ja wissen alle, wie viele andere Plattformen weggefallen sind, von den jährlichen Regierungskonsultationen bis hin zu der Reduzierung der G8 auf die G7 bis hin zu dem lange ausgesetzten NATO-Russland-Rat. Und auf deutsche Initiative hin haben wir auch dieses Problem dieser unterschiedlichen Wahrnehmungen von Wirklichkeit zu einem Thema in der OSZE gemacht. In Hamburg ist ein Prozess auf den Weg gebracht worden, 30 NGOs, darunter auch russische, mal damit zu beauftragen, an diese unterschiedlichen Narrative heranzugehen, weil wir glauben, das muss in der Zivilgesellschaft anfangen. Das ist völlig ausgeschlossen, dass meinetwegen die Staats- und Regierungschefs sich jetzt anfangen hinzusetzen und zu diskutieren, wieso man eigentlich diese vergangenen 2,5 Jahrzehnte so unterschiedlich betrachtet. Wir wollen das vorbereiten und dazu die Plattform und die Dialogkultur der OSZE zu nutzen. Letztes Kapitel: Stand und Perspektiven der Implementierung von Minsk. Meine Damen und Herren, alles ist im Vollzug, aber auch im Verzug. Alle 13 Punkte. Ursprünglich sollte Minsk II Ende letzten Jahres umgesetzt sein. Keiner der 13 Punkte ist bisher 100% umgesetzt. Entscheidend für die Sicherheit ist, dass der Waffenstillstand nicht eingehalten wird, sondern dass täglich auch Gefechte stattfinden, nicht an der ganzen Line of Contact, aber vor allem an einer kleinen Zahl von sogenannten Hotspots, wo praktisch täglich die Waffen tätig werden. 80% aller Zwischenfälle finden statt an diesen Hotspots. Ein prominenter ist die Straßenkreuzung von Avdiivka. Ich habe heute nachgeguckt, auch heute ist dort wieder geschossen worden. Übrigens Bilanz heute allein, ein toter ukrainischer Soldat, 9 Verletzte. Also dieser Waffenstillstand wird nicht wirklich eingehalten, obwohl deutliche Fortschritte gegenüber dem Zustand vor dem Herbst letzten Jahres erzielt worden sind. Auch der Rückzug der Waffen hat zwar stattgefunden, ist zum Teil aber wieder rückgängig gemacht worden. Wir haben Teile der Line of Contact, wo praktisch Stiefel an Stiefel die verfeindeten Gruppierungen sich gegenüberstehen und die Waffen wieder nach vorne gezogen haben. Und schließlich gibt es auch keinen wirklich garantierten Zugang der Special Monitoring Mission zu allen Orten, wo sie inspizieren wollen. Hier gibt es die Hauptprobleme auf Seiten der Separatisten. 80% des Nichtzugangs fällt auf Stellen in den Gebieten Luhansk und Donetsk. Daneben gibt es den politischen Prozess, der eine entscheidende Rolle spielt. Hier ist vor allen Dingen im Vordergrund die Verfassungsreform mit der Dezentralisierung. Auch hier hängt es und ist nicht im Zeitplan. Wir warten auf die zweite Lesung in der Rada, in der Kiewer Rada, aber die Mehrheitsverhältnisse sind fraglich für einen Erfolg dieser zweiten Lesung, weshalb wir weiter warten müssen. Und im Augenblick findet die intensivste Arbeit statt bei der Ausarbeitung des Lokalwahlgesetzes für die Wahlen im Donbass. Hier spielt natürlich die Sicherheitsfrage eine große Rolle. Wahlen können nur in einem sicheren Umfeld, kriege ich hin, gelöst werden und durchgeführt werden. Und hier gibt es eine Diskussion über eine bewaffnete oder nicht bewaffnete Polizeimission, die zusätzlich zu den sogenannten Local Security Providers, also der örtlichen Polizei, eben sicherstellen soll, dass sowohl die Wählerinnen und Wähler als auch die Beobachter, die ja vorgesehen sind, hier auf Sicherheit zählen können. Es gibt bestimmte Fortschritte hier bei diesem Lokalwahlgesetz, aber noch gibt es keinen Durchbruch. Wir gehen von einer Bringstuhl von beiden Seiten aus, alle 13 Punkte von Minsk umzusetzen und dabei eben auch die Einflussmöglichkeiten, da spreche ich Russland an, zu nutzen, die man hat auf die Konfliktparteien.
Hier gibt es auch einen Kontext zu den Sanktionen, die der Westen an einen Erfolg, also eine Umsetzung, eine Implementierung der 13 Punkte geknüpft hat. Zum Schluss haben wir hier eine Diskussion über eine Flexibilisierung, damit man nicht sagt, nur bei 100% kann es hier eine Änderung geben. Darüber können wir gerne in die Diskussion eingehen. Aber abschließender Satz, die deutsche Position ist klar. Für uns hängt praktisch alles von der Umsetzung von Minsk ab. Da kann ich auch zu Wolfgang Gerke kommen. Es gibt keine Alternative. Wenn man eine politische Lösung dieses sehr ernsthaften Konfliktes haben kann, als die Umsetzung von Minsk. Und wir sind bereit zum Dialog mit Russland auch über europäische Sicherheit. Aber ob das überhaupt möglich ist, hängt davon ab, ob es endlich gelingt, hier die Umsetzung von Minsk zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für die sehr präzisen Ausführungen, die natürlich zum Meinungsstreit herausfordern. Dazu haben wir nachher Gelegenheit. Jetzt möchte ich summarisch kurz unsere Gäste nennen, die ich im Einzelnen dann vorstelle. Das ist einmal Dmitri Djangirov. Oleg Bondarenko. Und Yevgeny Kopatko, der gleich dann irgendwann mal erscheint. Und dann haben wir noch, ist er da? Sehr schön. Und Ray McGovern, ein wunderbarer Whistleblower, der, wenn wir uns im Zeitplan halten, nachher vor der Pause noch 5 Minuten Zeit hat, mit uns zu sprechen, dann muss er ganz dringend weg. Also wir freuen uns darauf. So, wir fangen an mit Yevgeny Kopatko. Er ist Soziologe, Gründer der soziologischen Forschungsagentur Research and Branding Group und ist derzeit politischer Berater der, je nach Perspektive, des Rajons Lugansk oder der Luganskar Volksrepublik bei den Minsker Gesprächen. Seit 2006 führt die Research and Branding Group Umfragen in der ukrainischen Bevölkerung durch. Viele Berichte des Unternehmens werden als Grundlage für die Entwicklung politischer Strategien in der Ukraine und außerhalb des Landes verwendet. Seit 2014 lebt Yevgeny Kopatko im Exil auf der Krim und wir freuen uns, dass wir wenigstens heute so Kontakt haben können. Sie haben das Wort. Евгений, пожалуйста. Евгений, вам надо включить микрофон. Sehr geehrte Kollegen, bin ich gut zu hören? Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf und mit Ihnen meine Überlegungen darüber teilen kann, was in diesem Land geschieht. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass die Jahre 2014 und 2015 sehr wichtige Jahre waren. Seit einem guten Jahr lebe ich nicht in der Ukraine. Aber ich kann Folgendes sagen, und damit antworte ich auf Ihre erste Frage, ob es eine Bereitschaft gibt, die Minsker Abkommen umzusetzen, wie dies von den Organisatoren der Konferenz vorgeschlagen wurde. Die Bereitschaft, sich am Verhandlungsprozess zu beteiligen, ist, glaube ich, auf Seiten der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk momentan deutlich höher als die Bereitschaft der Kiewer Regierung, daran teilzunehmen. Es ist so, und das ist eine der wichtigsten Thesen, dass die ukrainische Regierung den direkten Dialog mit Vertretern der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk meidet. Das ist die Schlüsselthese, die ich an meine deutschen Kollegen richten möchte. Das ist eine sehr wichtige Position, denn die Minsker Abkommen werden im Grunde genommen
in keinem einzigen Punkt derzeit vollständig umgesetzt. Das wird sowohl von allen Beteiligten des Normandie-Formats verstanden, als auch im direkten Dialog zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Eine weitere Schlüsselfrage bleibt ungelöst, die Änderung der ukrainischen Gesetzgebung. Gernot Erler, der gerade vor mir gesprochen hat, hat absolut recht. Die Bedingungen für die Verfassungsänderungen sind momentan so miserabel wie nie. Eine Frage an Sie, liebe deutsche Kollegen. Was meinen Sie, sind unter den jetzigen Bedingungen Direktwahlen im Donbass möglich? Diese Frage bleibt, glaube ich, derzeit offen für alle Seiten. Für alle Seiten, die am Dialog im Normandie-Format beteiligt sind. Wahlen, die jetzt im Donbass organisiert werden, halte ich für wenig wahrscheinlich. Ich bringe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Bei den Lokalwahlen Ende 2015 im Gebiet von Mariupol, das sich unter Kontrolle der ukrainischen Regierung befindet, musste die Regierungspartei eine herbe Niederlage hinnehmen. Und ich hebe noch einmal hervor, dass sich das Gebiet unter der Kontrolle der ukrainischen Regierung befindet. Selbst wenn Wahlen stattfinden, was soll das für ein Wahlergebnis werden in den Gebieten der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk? Ich versuche hier natürlich politisch sehr korrekt zu sein, wenn ich die Haltung der einen oder anderen Seite zum Ausdruck bringe, um niemanden zu grenzen. Vor der Konferenz wurde mir die Frage gestellt, wie das Vertrauen ist innerhalb der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und wie das die Vertrauenshaltung zur Kiewer Regierung im Land ist. Dazu kann ich Folgendes sagen. Im Donbass hat man eine unterschiedliche Haltung zu den lokalen Behörden, aber das Vertrauen ist wesentlich niedriger. Nein, andersherum, es ist in Donetsk wesentlich höher als das Vertrauen zur ukrainischen Regierung auf ukrainischem Gebiet. Das Rating in Bezug auf das Vertrauen in die ukrainische Regierung ist um einige Plätze gefallen im Vergleich zum Zeitraum Anfang 2015. Während Petro Poroschenkos Vertrauenswerte positiv bewertet wurden mit ca. 60%, so ist diese Zahl jetzt auf ein Viertel gesunken, auf 15%. Das einfach zum Verständnis für meine deutschen Kollegen. Ich versuche langsam zu sprechen. Bin ich normal zu verstehen? Weiter. Für die lokale Bevölkerung ist das größte Risiko derzeit die Kampflinie. Ich unterstreiche das noch einmal. Das ist das größte Risiko, das es derzeit gibt für die Einwohner, die auf der einen oder anderen Seite der Kontaktlinie wohnen. Das ist sehr wichtig. Zu den wichtigsten Hindernissen, die die Umsetzung der Minsker Abkommen behindern, gehören, das hebe ich noch einmal hervor, der fehlende direkte Dialog zwischen Donetsk und Kiew. Zweitens gehört dazu die starke Position der Kriegspartei, wie ich sie nennen würde. Denn das wird in der Ukraine als nationaler Verrat angesehen, derer, die an der Macht sind. Hinzu kommt die antirussische Rhetorik. Sie ist unwahrscheinlich ausgeprägt, sowohl in den Massenmedien als auch bei ukrainischen Politikern. Dazu kommt noch der äußere Faktor, den ich nicht als wichtigstes Hindernis bezeichnen würde, der aber durchaus positiven Einfluss auf den politischen Prozess nehmen könnte. Andererseits hat der äußere Faktor nicht ausreichend Einfluss auf die politische Elite der Ukraine. Das ist ein ernstzunehmendes, nun, wenn schon nicht Hindernis, also doch eine ernste Möglichkeit, um auf Seiten der ukrainischen Regierung Anreize zu schaffen. Zur Zukunft des Donbass. Was wird er werden? Im Bestand der Ukraine bleiben? Eine selbstständige Republik sein? Ein Teil Russlands? Jeder von Ihnen stellt sich diese Frage auf seine Weise. Aber ich vermute, dass es momentan mehr Fragen als Antworten gibt. Ja, mehr Fragen als Antworten. Die Positionen der Seiten nähern sich einander nicht an. Die Positionen der Seiten nähern sich nicht an. Das muss man wissen. Meine Prognose für die Entwicklung der Lage im Donbass bleibt insofern negativ. Einige Anmerkungen noch zu dem, was meine Kollegen gesagt haben.
Es wurde gesagt, dass Janukowitsch es ablehnte, das Assoziierungsabkommen in Vilnius zu unterzeichnen. Er hat diese Unterzeichnung aber nur aufgeschoben. Das ist wichtig für das Verständnis. Andererseits waren die westlichen Länder Garanten dieser Vereinbarungen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt zudem noch einen anderen wichtigen Punkt, nämlich der Maidan in Kiew wurde von der Hälfte der Ukrainer unterstützt. Das ist eine Realität, die es zu berücksichtigen gilt. Jetzt gestaltet sich die Situation so, dass, wenn der Minsker Dialog scheitert, für die Ukraine eine noch schwierigere Zeit beginnt. Das ist meine subjektive Meinung, wenn Sie so wollen. Ich denke, dass das Risiko für ein Wiederaufflammen des Konfliktes extrem hoch bleibt. Denn keiner der Punkte der Minsker Abkommen wurde entsprechend umgesetzt, zumindest nicht vollständig. Insbesondere betrifft dies das, was mein Kollege bereits gesagt hat, in Bezug auf die Wahlen. Er sagte, dass es einen gewissen Fortschritt gibt. Ich erlaube mir, dem nicht zuzustimmen. Es gibt keinerlei Fortschritt bei der Organisation der Wahlen im Donbass. Das ist die Realität, die wir als solche anerkennen müssen, wenn wir nach den Grundsätzen einer Realpolitik handeln wollen. Wir müssen die Verantwortung der jeweiligen Seiten verstehen, der russischen Seite und der ukrainischen Seite und der Staaten, die als Garanten für die Umsetzung des Minsker Prozesses gelten. Wenn wir die Positionen dieser Seiten nicht analysieren, wird es schwer werden, eine Lösung zu finden. Damit schließe ich meinen Vortrag ab mit folgenden Schlüsselthesen. Erstens, der Dialog ist zweifelsohne die einzige wirkliche Aufgabe, die es derzeit zu bewältigen gilt. Zweitens, die Voraussetzungen für ein Wiederaufflammen der Auseinandersetzungen sind nach wie vor zahlreich gegeben. Das ist meine zweite These. Drittens, der Einfluss der westlichen Länder auf die Ukraine kann ernsthafter sein, wie auch der Einfluss Russlands auf die Politik der Republiken. Ich denke, dass der Dialog im Rahmen des Normandie-Formates fortgesetzt werden sollte. Der Schlüsselfaktor für eine friedliche Beilegung des Konfliktes ist der direkte Dialog zwischen dem Donbass und Kiew. Das ist, meine lieben Kollegen, meine Antwort, die ich geben kann. Und vielleicht noch eine Frage, die vielleicht etwas rhetorisch klingt für die Teilnehmer der Konferenz, nach dem, was ich in den letzten 10 bis 15 Minuten dargelegt habe. Ich hätte gern einen Vorschlag von der deutschen Seite dazu, was die deutsche Seite tun kann, damit dieser Konflikt weitestgehend eingedämmt wird. Und ich möchte noch einmal das Augenmerk lenken auf die Verantwortungen der Seiten bei der Umsetzung der Minsker Abkommen. Haben Sie vielen Dank dafür, dass ich hier sprechen durfte. Im Deutschen sagt man ja Dankeschön. Ich sage also auf Wiedersehen und Dankeschön. Ja, Herr Kopotko, wir sagen auch Dankeschön. Wir haben heute ein ganz erstaunliches Spektrum von Referierenden hier. Und ich weiß ganz genau, dass Sie und auch ich sofort Nachfragen haben. Das können wir alles nach der Pause machen. Unser nächster Redner ist erstmal Dmitri Djangirov. Er sitzt hier zu meiner Linken. Er wohnt in der Ukraine. Er ist Politikwissenschaftler, Journalist, Drehbuchautor und ausgewiesener Experte für den Minsker Prozess. Dmitri Djangirov ist aktuell Moderator der TV-Talkshow Kapital. Seit 1991 hat er nationale Wahlen und Regionalwahlen als Politanalyst in Talkshows kommentiert. Er ist Preisträger des National Award Triumph in der Kategorie Bestes Drehbuch des Jahres. Und jetzt sind wir gespannt auf das Drehbuch, was Sie uns hier darlegen können, Ihre Einschätzung zum Kiewer Prozess. Sie haben das Wort. Добрый день, дамы и господа.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ich hier meine subjektive Einschätzung darlegen kann, die gemeinsam mit den subjektiven Bewertungen meiner Kollegen Ihnen hoffentlich ein objektives Bild geben, das die Situation in der Ukraine und um die Ukraine herum beschreibt im Kontext der Minsker Abkommen. Ich versuche zu beschreiben, wie aus Kiewer Sicht die derzeitigen Ansätze der äußeren Akteure und die Dynamik dieser Ansätze sich darstellen. Der Westen. Wenn 2016 der Minsker Prozess keine Ergebnisse zielt, wird der Hauptverlierer Deutschland und persönlich Angela Merkel sein. Was sich negativ auf die deutsch-ukrainischen Beziehungen auswirken wird, aber auch auf die Beziehungen zwischen Kiew und Brüssel. Für Paris sind bereits heute die Beziehungen mit der Russischen Föderation wichtiger als eine gerechte Konfliktlösung im Donbass. Bei aller Loyalität von François Hollande zu Moskau wirkt er im Vergleich zu Nicolas Sarkozy ukrainophil. Für die USA steht die ukrainische Frage nicht mehr oben auf der Prioritätenliste. Wahrscheinlich ist ein Kompromiss mit der Russischen Föderation auch auf Kosten der Ukraine. Bei einem voraussichtlichen Sieg von Hillary Clinton wird die Ukraine-Frage vermutlich weiterhin in den Händen von Victoria Nuland bleiben, was keine radikale Veränderung der US-Position erwarten lässt. Erinnert sei an die zynische Formel des amerikanischen Pragmatismus. Bist du nicht Teil der Problemlösung? Bist du Teil des Problems. Die Positionen solch moralischer Verbündeter wie Polen und die baltischen Staaten können von Washington aus leicht korrigiert werden. Für Polen, Ungarn und Rumänien gibt es politisch akzeptierte Szenarien für eine weitere Desintegration der Ukraine. In den Verhandlungen zu Syrien kam der Vorschlag auf, Einflusssphären für äußere Akteure zu schaffen, die nicht mit den Staatsgrenzen übereinstimmen. Das ist für die Ukraine ein nicht wünschenswerter Präzedenzfall. Denn damit kehrt man zurück zu geopolitischen Grundsätzen, die schon 100 Jahre zurückliegen. Russland. Russland profitiert am meisten von den Minsker Abkommen. Seine Strategie ist es, die erreichten militärischen und diplomatischen Ziele aktiv zu verteidigen. Aus Sicht des Kremls ist das Hauptziel der Krise erreicht. Die Ukraine wird weder NATO noch EU-Mitglied in den nächsten 20, 25 Jahren werden. Zweitens, die Garantie des Nichtbeitritts im Geiste des Minsker Abkommens ist ein Status für die einzelnen Bezirke in den Gebieten Donetsk und Lugansk, die de jure ukrainisches Gebiet sein werden, aber de facto unter russischem Protektorat. Drittens, die Lokalwahlen in den einzelnen Gebieten Donetsk und Lugansk im Rahmen des Minsker Abkommens sind ein wichtiger Schritt, um diesen Status zu festigen. Also de jure ukrainisches Gebiet, de facto unter russischem Protektorat. Sie werden zu einer legitimen Lokalregierung führen in einem nicht kontrollierbaren Gebiet. Diese Lokalregierung wird dann unvermeidlich ein gleichberechtigter Partner für Kiew bei Verhandlungen sein, gemäß der Punkte 9 und 11 des Maßnahmenpakets für die Umsetzung der Minsker Abkommen. Die Ukraine. Streng gesehen ist die Umsetzung der Minsker Abkommen aus Kiewer Sicht in vielerlei Hinsicht ein Nullsummenspiel zwischen der Ukraine und Russland. Nach Ansicht des offiziellen Kiews werden die Verfassungsänderung und die Durchführung von Wahlen in den einzelnen Bezirken der Gebiete Donetsk und Lugansk zweifelsfrei ein Erfolg für Moskau auf Kosten Kiews sein. So die Ansicht des offiziellen Kiew. Um die Situation besser zu verstehen, wie die Ukraine ihren Teil des Minsker Abkommens umsetzt, muss man auf die strategischen Denkfehler verweisen, die von Kiew begangen wurden nach Unterzeichnung der Minsker Abkommen und die zu der jetzigen nachteiligen Lage führten. Erster Denkfehler war die falsche Botschaft, dass die Zeit für die Ukraine spielt. Die Folgen der Sanktionen des Westens gegen die Russische Föderation waren weniger schmerzhaft für die russische Wirtschaft, als dies zunächst erwartet wurde. Die zu erwartende Konsequenz des Westens in seiner Unterstützung für Kiew war weit übertrieben. Die Zeit spielt derzeit also gegen die Ukraine. Die Verzögerungen in der Umsetzung des ukrainischen Teils der Minsker Abkommen werden zunehmend als Anlass genommen, um die Sanktionen gegen Moskau aufzuheben.
Der zweite strategische Denkfehler war das fehlende Verständnis, dass die Beziehungen des Westens mit Kiew und Moskau im Kontext des Konfliktes asymmetrisch sind. In den Beziehungen Westen-Moskau ist der Konflikt im Donbass und die Sanktionen nur ein Punkt von vielen auf der Tagesordnung. Mit der Zeit wird dieser Punkt auf der Liste immer weiter nach unten rutschen. Der dritte Denkfehler war es, dass die ukrainische Regierung der Konzeption von Viktoria Nuland blind folgte, was die einseitige Umsetzung des Abkommens durch Kiew betraf. Das war die Begründung, warum Kiew direkte Verhandlungen mit Vertretern der selbsternannten Republiken ablehnte, die im Maßnahmenpaket für die Umsetzung der Minsker Abkommen eigentlich vorgesehen sind. Man fuhr weiter im Fahrwasser der Nuland-Konzeption. Dies führte zu einer großen politisch-rechtlichen Krise, die die Verfassungsreform torpedierte und die Legitimität der Regierung unterminierte. Gemeint ist damit in erster Linie der ukrainische Parlamentarismus. Ich versuche, eine Antwort auf eine hypothetische Frage zu geben. Wie soll die ukrainische Regierung handeln, wenn sie auf wundersame Art einen eigenen politischen Willen entwickeln würde und in der Lage wäre, die Situation objektiv einzuschätzen? Die ukrainische Regierung muss in erster Linie verstehen, dass das Minsker Abkommen vom 12. Februar 2015 mehrere Prozesse vereint. Erstens Beendigung der Kampfhandlungen. Zweitens Beilegung des politischen Konfliktes bei Erhaltung der territorialen Integrität der Ukraine und unter Berücksichtigung der Forderung der abtrünnigen Regionen, also Konfliktursachenbeseitigung. Drittens ein Übergangsprozess, der sowohl die politische Reintegration des Donbass vorsieht, als auch die Legitimierung der lokalen Regierungsbehörden im Donbass. Derzeit regeln die Minsker Abkommen alle drei Prozesse und sind genau deshalb für Kiew von Nachteil. Die Beendigung der Kampfhandlung erfolgte zu Bedingungen einer militärischen Katastrophe und der Grundsatz Vae Victis bei der Beilegung des militärischen Konfliktes wurde vertagt und in einen Übergangsprozess überführt. Insofern haben die Minsker Abkommen nur teilweise die Frage der Beendigung der militärischen Auseinandersetzung gelöst. Durch das Dokument konnte die aktive Phase der Kampfhandlungen eingestellt werden und eine, wenn auch nicht zuverlässige, Kontrolle über den Waffenstillstand durch die OSZE umgesetzt werden. Notwendig sind jedoch zusätzliche Anstrengungen und entsprechend Zeit für einen endgültigen Waffenstillstand, den Abzug der vereinbarten Waffen und einen vollständigen Gefangenaustausch. Die weitere Umsetzung von Minsk II durch Kiew für die Dezentralisierung des Donbass mit Sonderstatus und Wahlen in diesem Gebiet wird von der ukrainischen Gesellschaft nicht aufgenommen. Es drohen politische Instabilität bis hin zu einer Desintegration des Landes. Diese These wird gestützt durch soziologische Daten, aber auch durch politische Realia. Wenn es dazu eine Frage gibt, kann ich nachher in der Diskussion noch einmal auf die soziologischen Daten zurückkommen. Als Alternative zum Einfrieren des Konfliktes ist mein Einsatz, die Vorschläge des Maßnahmenpakets sich einmal anzuschauen, die unter der Bezeichnung Minsk 2,5 zusammengefasst sind. All diese Vorschläge entsprechen entweder dem Maßnahmenpaket zur Umsetzung der Minsker Abkommen oder widersprechen diesem zumindest nicht. Vorschläge, die dem Maßnahmenpaket entsprechen, sind folgende. Erstens, Erläuterung des relativ subjektiven Begriffs Söldner als alle ausländischen Bürger, die sich gesetzeswidrig in den einzelnen Bezirken der Gebiete Donetsk und Lugansk aufhalten, seit zum Beispiel 1. März 2014. Damit kann der Prozess der Zuordnung ausländischer Soldaten maximal formalisiert werden, zum Beispiel von Seiten der OSZE-Mission bei routinemäßigen Passkontrollen. Zweitens, jede Konfliktpartei sollte in einer 20 bis 30 Kilometer breiten Zone zu beiden Seiten der Trennlinie ein einheitliches Kommando aufstellen, dem alle bewaffneten Formierungen und alle bewaffneten Personen unterstellt sind, die sich in dieser Zone aufhalten. So kann ganz klar zugewiesen werden, wer die Verantwortung im Falle von Verstößen gegen den Waffenstillstand trägt. Drittens, Einrichtung von gesellschaftlichen Komitees, die die Einhaltung des Waffenstillstands unterstützen, in dieser 20 bis 30 Kilometer breiten Zone auf beiden Seiten der Kontaktlinie.
Nun noch die Vorschläge, die dem Maßnahmenpaket nicht widersprechen. Erstens, im Rahmen der sozioökonomischen Untergruppe der trilateralen OSZE-Kontaktgruppe zur friedlichen Konfliktlösung sollte eine neue Kommission für Eigentumsfragen eingerichtet werden, die in Übereinstimmung mit der ukrainischen Gesetzgebung eindeutig Privat-, Kooperations- und Staatseigentum festlegen soll in den einzelnen Bezirken der Gebiete Donetsk und Lugansk. Was kommunales Eigentum betrifft, so bleibt dieses vorübergehend unberührt von dem Verhandlungsprozess, also de facto in der Verfügungsgewalt der Gemeinden oder Kommunen der einzelnen Gebiete Donetsk und Lugansk. Zweitens, der Umfang der verbindlichen Sozialleistungen Kiews in die einzelnen Bezirke der Gebiete Donetsk und Lugansk sollte an die Einzahlungen in den Rentenfonds der Ukraine und auch andere Sozialfonds gebunden werden, Sozialfonds von privaten, kooperativen und staatlichen Unternehmen, die in diesen Gebieten tätig sind. Drittens, das Stimmrecht bei den Lokalwahlen in den einzelnen Bezirken der Gebiete Donetsk und Lugansk sollte gekoppelt werden an den Erhalt oder die Wiederherstellung einer Steueridentifikationsnummer. Das heißt, dass de jure registrierte Steuerzahler wählen gehen. Dieser Grundsatz muss dann auch gelten bei der Stimmabgabe durch Binnenflüchtlinge oder ukrainische Flüchtlinge in der Russischen Föderation. Meiner höchst subjektiven Meinung nach, kann die Umsetzung dieses Maßnahmenpakets mit dem Namen Minsk 2,5 ein Einfrieren des Konfliktes vermeiden und eine Rückkehr zur Umsetzung der Abkommen zu besseren politischen und wirtschaftlichen Bedingungen ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für den sehr prägnanten auch wieder. Wir haben Experten hier, wir merken es immer, es wird sehr präzise argumentiert, sehr gut die einzelnen Argumente nachvollziehbar. Dafür ganz herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die Debatte. Unser vorletzter Redner ist Oleg Bodarenko, er ist Russe, sitzt an meiner rechten Seite. Er ist Gründer und Direktor der russischen Agentur für strategische Kommunikation, Journalist und Politikwissenschaftler. Als Journalist hat er vielfältigste Erfahrungen und ist heute Kolumnist für Moskowski Komsomoles und Izvestia Zeitung, die auch uns bekannt sind. Von 2006 bis 2013 war er Leiter, sowas gab es, des russisch-ukrainischen Informationszentrums in Kiew. Oleg Bodarenko, Sie haben das Wort. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Danke. Erstens möchte ich Sie begrüßen und unsere Freunde von Die Linke bedanken, die die heutige Konferenz organisiert haben. Es ist sehr wichtig für den Frieden nicht nur in Donbass, sondern auch in Europa. Aber ich muss meinen Bericht auf Russisch machen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass vom Minsker Prozess und seiner Umsetzung der Frieden in Europa abhängt. Während gestern noch der Balkan das Pulverfass Europas war, so kann heute die Ukraine diese Siegespalme für sich in Anspruch nehmen. Allein nach Angaben der UNO sind in den letzten 2 Jahren des Konfliktes in der Ostukraine über 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb mit Hinweis auf den deutschen Nachrichtendienst von 50.000 Toten vor einem Jahr. Damit ist dieser Konflikt der größte in Europa geworden seit dem Bosnienkrieg in den Jahren 1992 bis 1995. Umso wichtiger ist für uns alle, für ganz Europa, so schnell wie möglich Frieden im Donbass zu schaffen. Wie Sie wissen, wurde im Ergebnis des Treffens in Minsk am 12. Februar 2015 zwischen Vertretern der Ukraine auf der einen Seite und der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk auf der anderen Seite mit Unterstützung durch Spitzenpolitiker aus Russland, Frankreich, Deutschland und der OSZE ein Friedensabkommen geschlossen, das eine schrittweise Konfliktbeilegung im Donbass vorsieht, durch eine Harmonisierung des innenpolitischen Raums in der Ukraine und der selbsternannten Volksrepubliken im Donbass. Während die ersten Punkte der Minsker Vereinbarung sich auf die Gewährleistung der Sicherheit in der Region beziehen,
die man bislang noch nicht als vollständig umgesetzt bezeichnet kann. So sieht der zweite Teil, der Hauptteil der Minsker Abkommen, eine politische Konfliktbeilegung vor, die in Kiew beginnen muss. Leider sind die Verfassungsänderungen, die von Poroschenko im Juli 2015 vorgeschlagen wurden und von der Werchowna Rada in der ersten Lesung letzten Sommer abgestimmt wurden, so, dass sie nicht den abgeschlossenen Vereinbarungen entsprechen, weil sie eben nicht abgestimmt wurden mit den Vertretern der Volksrepubliken, so wie der Vertrag das vorsieht. Der wichtigste Grundsatz der Minsker Abkommen ist eine fortlaufende, direkte Abstimmung zwischen Kiew, Donetsk und Lugansk im Rahmen der Minsker Kontaktgruppe. Das soll alle Fragen umfassen, angefangen von der Änderung der Verfassung und der Ausarbeitung eines Amnestiegesetzes bis hin zu Gesetzen über den Sonderstatus von Donbass und Lokalwahlen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang einfach an die Erfahrungen, die man bei ähnlichen Verhandlungen zur Beilegung anderer Konflikte gemacht hat. Es ist offenkundig, dass ohne einen direkten Dialog die Umsetzung der Abkommen nicht möglich ist, also ein direkter Dialog zwischen Donetsk, Lugansk und Kiew. Mit Bedauern ist festzustellen, dass seit einem Monat, der seit dem letzten Treffen der Außenminister des Normandie-Quartetts vergangen ist, das war in Berlin am 11. Mai, die ukrainische Seite noch keine Möglichkeit gefunden hat, das Gesetz über die Lokalwahlen im Donbass im Rahmen der Minsker Kontaktgruppe zu besprechen. Vielmehr wird die Arbeit dieser Gruppe faktisch von Kiew sabotiert, indem Kiew permanent seine Vertreter auswechselt und damit die Arbeit konterkariert. Das Gleiche trifft auch auf alle anderen Parameter in der Durchführung des Abkommens zu. Das Gesetz über den Sonderstatus des Donbass ist eingefroren, das Amnestiegesetz noch gar nicht erarbeitet, die Abstimmung selbst simulativer Verfassungsänderungen in der zweiten Lesung in der Werchowna Rada werden ständig verschoben. Im Unterschied zum letzten Jahr wird heute immer offensichtlicher, wo die Gründe für die Nichtumsetzung der Abkommen liegen. Früher war Europa geneigt, Russland die Schuld hierfür zu geben. Heute jedoch ist allen Garanten klar, wer der wahre Schuldige dafür ist, dass der Frieden in der Ostukraine immer weiter hinausgezögert wird. Es gibt, das ist vorhin hier ja auch schon angemerkt worden, Kriterien für die Verantwortung, denn, wie Sie wissen, ist mit den Minsker Abkommen und ihrer Umsetzung auch die Frage der Sanktionen verbunden. Und so stellt sich folgende Frage: Bald, Ende Juni, beim nächsten EU-Gipfel, auf dem die Verlängerung der Sanktionen besprochen werden soll, wird die Frage stehen, wer heute gegen die Minsker Abkommen verstößt und gegen wen folglich Sanktionen verhängt werden müssen. Wir haben ja schon die Position aus Frankreich gehört, dass man die Sanktionen vielleicht gegen die Ukraine verhängen müsste. Das ist eine gute Frage. Als reinen Spott über das Minsker Abkommen kann man sehen, dass eine Abgeordnetengruppe der Werchowna Rada sich an das Verfassungsgericht wandte im Januar dieses Jahres mit der Frage, wie der Begriff nächste Sitzung zu lesen ist im Gesetz über die Verfassungsänderung, und meint damit nicht nur die zeitlich gesehen die nächste Sitzung, wenn in der zweiten Lesung über die Verfassungsänderungen abgestimmt werden soll, sondern auch jede weitere, die später folgt. Die ukrainische Seite beruft sich ständig auf den Schlusspunkt in den Minsker Abkommen, also auf einen der letzten Punkte, in dem es um die Übergabe der Grenzkontrolle an die ukrainischen Streitkräfte geht. Aber dabei wird verschwiegen, dass dieser Punkt des Abkommens erst zu erfüllen ist, wenn das Gesetz über die politische Regulierung verabschiedet wurde, wie auch das Gesetz über die Lokalwahlen im Donbass. Welche Rolle spielen Russland und die EU bei der Umsetzung der Minsker Abkommen? Eigentlich nur die Rolle derer, die in der Lage sind, auf der einen Seite Kiew und auf der anderen Seite Donetsk und Lugansk zu zwingen, das Abkommen einzuhalten und sich in Richtung eines Friedens zu bewegen und nicht eines Krieges. Leider müssen wir sehr oft Schuldzuweisungen aus Kiew hören, dass Moskau seinen Teil der Minsker Abkommen nicht erfüllt. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, denn Russland ist gemeinsam mit Deutschland und Frankreich Garant und nicht ausführende Seite der Minsker Abkommen. Diese wurden von der Ukraine und den nicht anerkannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk geschlossen. Nehmen wir doch einmal die jüngste Situation, die Erarbeitung des Gesetzes über die Lokalwahlen.
Über deren notwendige Durchführung sich in der ersten Jahreshälfte sehr überzeugt der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier äußerte. Mit hoher Sicherheit kann man davon ausgehen, dass, wenn dieses Gesetz einseitig von der Ukraine verabschiedet wird, also ohne Abstimmung mit Donetsk und Lugansk, es nicht anerkannt werden wird von den Garanten des Minsker Abkommens. Nicht nur von Moskau, weil das Gesetz eben nicht abgestimmt wurde. Das Hauptproblem bei der Umsetzung ist die fehlende Bereitschaft Kiews, einen direkten Dialog mit Donetsk und Lugansk zu führen. Erst wenn dieser Dialog stattfindet, wird man von einem gewissen Fortschritt sprechen können. Ein großes Hindernis, ein nicht unwichtiges in der Beilegung des Konfliktes ist der fehlende Wille Kiews, innenpolitische Reformen durchzuführen. Reformen, die die besondere Lage des Donbass mit berücksichtigen würden. Leider haben wir in den 2 Jahren des Bürgerkrieges in der Ostukraine die Regierungen es nicht gelernt, einen alternativen Standpunkt in Betracht zu ziehen. Die unmögliche Existenz eines solchen alternativen Standpunktes wurde im Frühling 2014 ja letztlich zum Ausgangspunkt für den Aufstand im Donbass. Im gesamtpolitischen Sinn ist aber noch etwas anderes wichtig. Für Poroschenko und alle Parteien des Euromaidan ist der Donbass eine feindlich gesinnte Wahlregion, die das Monopol ihrer Macht bei gesamtukrainischen Wahlen zerstören kann. 7 Millionen Einwohner im Donbass, bei denen in der gesamten Geschichte der unabhängigen Ukraine nie pro-westliche Stimmungen populär waren. Sie sind ein ernstzunehmendes Problem, wenn es darum geht, an der Macht zu bleiben, für die Politiker, die diese Macht infolge eines Staatsstreiches mit der Bezeichnung Euromaidan erhielten. Unter anderem aus diesem Grund haben Poroschenko, Groisman, der Sprecher der Rada Parubi und andere Regierungspolitiker kein Interesse daran, dass der Donbass wieder eine Stimme auf gesamtukrainischer Ebene erhält. Was sind die Ziele Russlands in diesem Zusammenhang? Das Ziel Russlands ist ganz einfach: Frieden im Donbass. Denn ein Krieg an den eigenen Grenzen ist ein großes Problem. Das bedeutet Flüchtlinge, das bedeutet nicht kontrollierbarer Waffenhandel, viele soziale Probleme in den Nachbarregionen. Die Existenz einer friedlichen Ukraine in einem Format, so wie es die Minsker Abkommen vorsehen, und die Berücksichtigung der Rechte nationaler und politischer Minderheiten, das ist wichtig für Moskau. Man kann diese Situation kurz gefasst definieren als Neubildung der Ukraine, also das, worum Moskau sich bemüht. Die Umbildung der Ukraine nicht als unitären Raum, wo es nur 2 Positionen gibt, nämlich eine richtige und eine nicht richtige, sondern die Umgestaltung eines Landes, das aus vielen Nationen besteht und folglich schon deshalb kein Einheitsstaat sein kann, folglich also auch besondere Regionen hat, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen des Landes. Vergessen wir nicht, dass es Orte gibt, in denen viele Ungarn leben, in Transkarpatien, Rumänen in der Bukowina, Bulgaren in Bessarabien. Das wird dann den heutigen europäischen Normen und Standards entsprechen. Meiner Meinung nach sollte es nicht nur das Ziel Russlands, sondern auch Europas sein, den Frieden in der Ostukraine wiederherzustellen. Denn einen Krieg, große Probleme brauchen weder wir noch sie. Abschließend möchte ich noch sagen, dass es derzeit gewisse Prozesse gibt, vor allem im Medienraum. Es sind Fragen der Propaganda. Eine sehr starke antirussische Propaganda in den ukrainischen Medien erfolgt schon 2 Jahre lang. Und natürlich, das möchte ich auch gar nicht verhehlen, auch einen gewissen Anteil an Propaganda in den russischen Medien. Nicht ganz so entblößend, aber es gibt sie auch. Meiner Ansicht nach ist es so, und ich befasse mich ja schon seit vielen Jahren sehr intensiv mit dieser Materie, dass die Folgen dieser Propaganda in den ukrainischen Medien bereits einen gewissen Rubikon abzeichnen lassen in der Wahrnehmung Russlands, in der Wahrnehmung derer, die in der Ostukraine leben.
Die ukrainischen Bürger, nicht alle, aber viele, haben diesen Rubikon bereits überschritten. Die Beziehungen, die noch vor 2 Jahren freundschaftlich waren, haben sich zu feindlichen Beziehungen gewandelt. Aber, das muss ich auch sagen, von russischer Seite ist diese Rubikon noch nicht überschritten worden. Natürlich gibt es auch soziologische Umfragen, denen zufolge die Ukraine bereits als Feindstaat, sagen wir als Gegner bezeichnet wird, aber das wird nicht auf das Volk ausgeweitet, auf das ukrainische Volk. Wir hatten noch keine Situation wie Indien und Pakistan. Wir waren nicht konfrontiert mit einer Situation, wie sie sich jetzt auf dem Balkan gestaltet, wo Serbien und Kroatien über eine sehr lange Zeit hinweg keine Beziehungen wieder aufbauen konnten und sich auch jetzt, gelinde gesagt, an einem sehr kleinen Anfangspunkt befinden. Und genau deshalb müssen die Minsker Abkommen umgesetzt werden und alles getan werden, damit nicht nur der Donbass, sondern auch Kiew als politischer Hauptakteur diese Abkommen umsetzt. Im gegenteiligen Fall werden wir konfrontiert sein mit einer sehr unangenehmen Situation, die nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch negative Auswirkungen auf Russland haben wird. Wie Sie wissen, leben in Russland sehr viele Ukrainer. Sie sind die drittgrößte Nationalität nach den Russen und Tataren, laut einer Volkszählung. Mein Sohn zum Beispiel heißt Miron Bondarenko. Das ist ein klassischer ukrainischer Name und Familienname. Ich möchte nicht, dass er in der Schule geschlagen wird, wenn er heranwächst, dafür, dass er einen ukrainischen Familiennamen trägt. Und damit das nicht geschieht, müssen wir heute die Minsker Abkommen umsetzen. Eine Alternative gibt es nicht. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank auch Oleg Bondarenko. Und jetzt haben wir die Chance, nochmal eine Sicht aus jenseits des Atlantiks zu hören von Ray McGovern. Er macht sich schon fertig, steht schon auf. Ray McGovern ist vielen von Ihnen bekannt. Er war weit über 20 Jahre für die CIA der Briefer der US-Präsidenten, und zwar von Kennedy bis Bush. Und der Irakkrieg hat ihn dann umgewandelt. Seitdem sind Julian Assange und Edward Snowden für ihn Heroes. Und ich denke, auch Ray McGovern ist ein Hero als Whistleblower und als jemand, der die verdeckten Nachrichten ans Licht bringt. Und ich bin ganz froh, dass Sie sich schon umgesetzt haben. Denn als ich überlegt habe, welches ist eigentlich meine Lieblingsaktion von Ray McGovern, da dachte ich, das ist die Aktion, als er als, US-Präsident, wie heißt sie? Ich habe einen Blackout. Wie heißt unsere Präsidentschaftskandidatin in den USA? Hillary Clinton. Oh Gott, ja. Als sie referiert hat, hat Ray McGovern während des ganzen Referats den Rücken ihr zugekehrt. Und dafür wurde er angeklagt, wegen unbotmäßigen Verhaltens, und dann wurde noch ganz viel anderes draufgepackt. Er hat all die Prozesse gewonnen, und ich bin froh, dass jetzt die vielen interessierten Zuhörer nicht ihren Rücken sehen, sondern ihr Gesicht sehen können, wenn sie zu uns sprechen. Und zwar als irischstämmiger US-Amerikaner, glaube ich, in Deutsch, oder? Ja, in Deutsch. Vielen Dank für die Gelegenheit, die Möglichkeit. Früher wurde erwähnt, den Absturz der Flug MH17 erwähnt. Ja. Und ich bin Geheimdienstler aus der Auswertung. Ich meine früher Geheimdienstler. Aber ich habe eine Frage. Es ist eine einfache Frage. Wer ist daran verantwortlich? Wer hat das gemacht? 298 Leute starben. Wer hat das gemacht? Nun, wir wissen schon, dass, dass diese Tatsache hat eine Verschlechterung des East-West-Verhältnisses
gebracht. Deshalb ist es besonders wichtig zu wissen, wer hat das gemacht. Ist es Ursache der Verschlechterung oder ist es vielleicht Vorwand einer Verschlechterung? Nun, was haben wir? Nun, wir haben eine eigenartige Untersuchung. Der Geheimdienst der Ukraine spielt eine große Rolle in dieser Untersuchung. Ist das nicht aber nett? Der Geheimdienst der Ukraine. Nach einem Bericht in den letzten Tagen ist es klar und deutlich, dass dieses ist der Fall. Die Holländer haben das genau gesagt in den letzten Bericht. Also, so was haben wir? Wir haben der Staatssekretär John Kerry am 20. Juli, drei Tage nach dem Absturz, gesagt, wir haben Fotos des Raketenstarts. Wir kennen die Flugbahn oder die Trajectory, sagt man. Wir wissen, von wo die Rakete kam. Wir kennen den Zeitpunkt. Und es war genau zu der Zeit, wann dieses Flugzeug von Radar verschwunden ist. Interessant. Das war am 20. Juli vor zwei Jahren. Am 12. August 2014, bei einer Pressekonferenz, hat Kerry auch gesagt, wir sahen den Abflug, wir sahen die Flugbahn und wir sahen den Absturz. Also, das ist aber sehr, sehr interessant. Wo sind die Beweise? Haben die Holländer diese Beweise? Nein, sie haben das nicht gekriegt. Wo sind diese Beweise? Warum haben meine früheren Kollegen abgelehnt, eine Analyse zum Weißen Haus zu geben? Weil es ist einfach, meine früheren Kollegen nicht damit einverstanden sind, mit diesen Behauptungen von John Kerry. Und so, wir haben einen Rätsel. Und das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig. Wir wissen nicht, was geschieht. Jetzt haben wir gerade erfahren, dass der Bericht, der Finalbericht von der Holländern, wird nicht zur Verfügung bis zum Ende des Jahres oder vielleicht nächstes Jahres oder vielleicht, ja. Also, ich bin verdächtig und es ist so wichtig, weil in der Tat erinnere ich mich an den Flug KAL 007, die Korean Airliner, wurde abgestürzt, wurde erschossen, absichtlich von den Russen. Aber die Russen nicht wussten, dass diesen Flug nicht oder keinen militärischen Flug war. Das war der Unterschied. Ja? Absichtlich ja. Wussten sie, dass das ein Privat- oder Zivilflug war, wussten sie das nicht. Aber wir haben das benutzt. Das heißt, die Reagan-Regierung hat das benutzt in einem sehr ähnlichen Way oder Manner zu diesem Fall als hier. So, ich würde nur fragen, wer sind die Beweise, warum hat es so lange gedauert, bevor John Kerry
diese Trajektorie, diese Telemetrie, diese Details mit uns teilen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, dass Sie noch hergekommen sind und uns noch mal daran gemahnt haben, immer nachzufragen, wo ist die Quelle, was passiert wirklich. Einige von uns werden Ray McGovern vielleicht in Rammstein wiedersehen, dort wird er auch sein und gegen den US-Drohnenkrieg die Friedensbewegung hier stärken und mitmobilisieren. Also herzlichen Dank und wir nähern uns jetzt der Pause und das ist für mich Gelegenheit, doch noch drei organisatorische Sätze zu sagen. Also wir haben jetzt eine 20-minütige Pause. Draußen ist ein kleiner Versorgungswagen, wo man Getränke und ich glaube auch Brötchen erwerben kann. Wenn die Schlangen jetzt zu lang sind, nach der Pause ist er immer noch da. Und wir müssten uns darauf einrichten, wir haben danach eine Stunde Diskussion, dass wir sehr, sehr knapp und konzentriert diese Diskussion führen, denn ich sehe schon an Ihren Gesichtern, Sie alle haben einen großen Gesprächs- und Nachfragebedarf, sodass wir den möglichst gut erfüllen können. So, jetzt erstmal eine angenehme Pause und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Pünktlich bitte.